Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in der ersten Mission der Weltkriegskampagne, hatten hier unsere Artillerie aufgebaut und haben hier eine größere Schlacht geschlagen gegen die Russen. Ganz genau, und wir haben hier Manfred von Richthofen befreit und den Graf Volk auch in Sicherheit gebracht zum lieben Prinz Friedrich. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal in die nächste Mission hier rein. So. Alles klar, cool. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Mission 2 rein. Angebot und Nachfrage. Interessanter Titel. Alles klar, dann schauen wir uns das mal an. Englands Seeblockade gegen Deutschland fordert ihren Tribut. Die deutsche Hochseeflotte ist gut, aber kein Gegner für die britische Flotte, schon gar nicht in heimatlichen Gewässern. Um die Blockade zu brechen, lockt die Hochseeflotte feindliche Schiffe in befreundete Gewässer, wo sie versenkt werden können. Ein Glück für die Deutschen, dass die Briten Winston Churchill als Lord der Admiralität ersetzt haben. Vielleicht ist sein Nachfolger empfänglicher für deutsche Listen. Kaiser und Kriegsministerium haben für Jahresende mehrere Großoffensiven geplant. Aber ohne Nachschub haben sie keine Erfolgschance. Oha, ich glaube, das war eine ziemliche Scheißmission. Okay, alles klar. Missionsziele, nachdem sie ein Dock oder eine Marinewerft gebaut haben, werden deutsche Nachschubtransporter an den Endpunkten der Nord- und Südrouten eintreffen. Schiffe von Norden laufen die Häfen Kiel und Rostock an. Schiffe aus Süden Wilhelmshaven und Bremerhaven. 20 Transporter müssen den Hafen unbeschadet erreichen. Handel mit Dänemark könnte nützlich sein. Dänemark gibt ihnen Gold für Nahrung und Eisen für Holz. Um einen Handel abzuschließen, benutzen sie im Bildschirm Allianzen und Tribute. Damit schicken sie Dänemark die Ressourcen. Es werden nur Ladungen von jeweils 500 Einheiten akzeptiert. Und sie bekommen 250 zurück. Was für Halsabschneider, ey, wirklich. Okay, ich glaube, bei dieser Mission muss ich mir mal die Tipps hier durchlesen. Beim Handel mit der... ja, da Überzahlungen verloren sind. Okay. Erhalten sie dann Gold. Beim Bau des Flughafens bringt den berühmten Flieger Manfred von Richthofen in den Sektor. Cool. Der Rote Baron ist also dabei hier. Okay. Der Albatros-Jäger eigenes Bücher, das ist hier Fokker, feindliche Flugzeuge, ach du heilige Leute. Halten Sie einen Weg frei, damit die Leute noch erreichen können. Falls ein Transporter stecken bleibt und sich nicht bewegen kann, wird er von seiner Crew zerstört. Toll. Okay, alles klar, ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Das wird eine ziemliche Ficker-Mission, glaube ich, aber gut. Das wird lustig. So. Unser Katz-und-Maus-Spiel mit den Alliierten verlagert sich in die eisige Nordsee. Unsere tapfere Marine ist der britischen Flotte im offenen Gewässer jedoch zahlenmäßig unterlegen. Sie muss daher Kriegsschiffe zur Verteidigung heranziehen, besonders zum Schutz unserer Fracht. Die Alliierten also. Jetzt geht es schon um die Alliierten. Oh mein Gott. Okay. Seine Majestät Christian X. hat verfügt, dass das Königreich Dänemark im Krieg neutral bleibt. Aber wir sind bereit, mit allen Parteien des Konflikts zu handeln und akzeptieren Nahrungsmittel und Holz für Gold und Eisen. Bitte passendes Wechselgeld bereithalten. Ja, ihr Halsabschneider, ist okay. Der Kaiser hat für das nächste Jahr mehrere Großoffensiven geplant. Damit wir ausreichend Vorräte für diese Pläne haben, müssen wir mindestens 20 Ladungen mit Kriegsmaterial erhalten. Sobald Docks und Werften gebaut sind, können die Transporte kommen. Okay, Leute, das wird schwierig jetzt. Das wird extrem schwierig. Wisst ihr, wir brauchen direkt mal Bürger. Was ist das denn? Deutscher Offizier? Okay. Gut, wir haben... Ja gut, die Gold... Die brauche ich jetzt natürlich nicht, aber für die... Oh. Nö, brauche ich gar nicht. Okay. Lassen wir erstmal mit den Punkten. Leute, was ist unser Missionsziel? Dock oder Marinewerft bauen. Okay, Leute.
Deutscher Hafen? Deutscher Hafen? Okay, wir sind also in Deutschland. Das hier ist Dänemark. Gut, ich glaube, das war... Oh, wir haben doch hier... Ressourcen, was soll denn das? Warum sollen wir denn mit Dänemark handeln? Pff, warum denn? Wir haben doch hier Ressourcen. Aber gut, Leute. Spielgeschwindigkeit wieder hoch. Willkommen in Mission 2 der deutschen Kampagne. Das wird lustig, Leute. Das wird lustig. Ich sag es euch, ey. Die Mission ist so shitte. Gut. Wir brauchen weitere Bürger. Gut, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, baue ich mit denen gleich mal einen Hafen auf. Schaut mal hier, Leute. Wir können ein Kolosseum bauen. Bevölkerung neu verteilen. Krankenhaus, Mühle. Ich glaube, die brauchen wir, Leute. Ich glaube, wir brauchen als erstes eine Mühle hier. Ja, wie ihr seht, sieht alles ein bisschen moderner aus hier. Die Häuser, die sehen jetzt schon ein bisschen aus wie aktuelle Häuser tatsächlich. Und ja, vor allem das hier, das sieht halt wirklich aus wie im Weltkrieg, ne? Das ist so. Hier haben wir auch noch Ressourcen. Was soll denn das? Ach Leute, helft doch. So, Leute. Alles klar. Gut, dann baue ich hier jetzt noch die beiden Bürger. Die hacken Holz. Sehr gut. Gut, wir brauchen also jede Menge Ressourcen. Okay. 6 Stück. Zum Eisen. Und dann haben wir hier jetzt gleich auch nochmal die 6 Stück und 6 Stück. Meine Güte, wir brauchen viele Bürger. Ah, mir fällt gerade was... Mir kommt gerade ein Gedanke in den Sinn. Oh. dass wir vielleicht erstmal Ressourcen sammeln könnten, ne? Bevor wir einen Dock bauen. Könnte nützlich sein, ja. Was haben wir hier? Was ist das? Was? Ah, südliche Nachschubroute. Okay. Nördliche Nachschubroute. Alles klar. Und das hier ist Dänemark, ne? Die geben uns Ressourcen, aber die können wir doch selber abbauen. Was soll denn das? Warum sollen wir uns denn auf so einen Betrüger-Deal mit denen einlassen? Nö. Machen wir nicht. Nee. Sehen wir nicht ein. So, Leute, dann. Der Vogel wieder. So, das sind 4, 5, 6. Ey, 6 Burger habe ich gesagt. Und ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass euch dass es euch gut geht. Mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich nehme es nach wie vor an diesem Dienstag auf. Dienstagabend. Ich werde mir auch einen kleinen Puffer machen für die nächste Woche. Weil, ja, am Wochenende, wo ich eigentlich meine Aufnahmesession geplant hatte, sollen es hier bei uns in Köln 40 Grad werden. Und da habe ich echt keinen Bock da, während der Hitze so aufzunehmen. Wirklich, ist es jetzt schon zu warm. Ich habe da jetzt schon einen Ventilator an hier. Und ja, deshalb mache ich mir jetzt einfach hier einen kleinen Puffer an Videos. Das hier ist eh die Folge vom kommenden Dienstag, also von daher, jo. Ich habe halt eine Folge jetzt mal aussetzen müssen. Habe ich euch in der letzten Folge schon erzählt, weil unser neuer Kater, dem wollten wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Und deshalb hat das zeitlich nicht gepasst. Aber, ja, sollte schon gehen. Also, oh, was kommt denn da? Was ist das denn? Ach du Scheiße! Oh Gott, bau mal Flachs bitte. Bau mal bitte Flachs, ey. Oh Mann. Da kommen Bomber angeschissen. Okay. Ja gut, dann hier. Bauen wir bitte eine Flak. So. Alles klar, Leute. Wir brauchen Flaks. Oh mein Gott. Da kommt er mit dem Bomber an. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja echt nicht. Alles klar, dann baue hier bitte noch eine Flak hin. Luftabwehrgeschütze. So, das hier, zack, zack und zack. Ganz genau. Gut, Leute. Die nächste Flak aufbauen, bitte. Bitte jede Menge. Wirklich jede Menge. Und dann würde ich sagen, baue ich gleich einfach mal einen Flughafen. Ganz genau, Leute. Mit einem Bürger, der nichts zu tun hat. Aber erstmal bitte hier absichern, wirklich, weil ich habe keinen Bock, dass mir hier die Leute weggebombt werden. So, seht ihr das? Da kommt nämlich wieder einer. So, abschießen. Abschießen! Weg damit. Dieser Alarm ist cool, Leute.
Dieser Fliegeralarm ist geil. So, dann einfach noch mehr Flachs bauen hier los. Alles klar, Leute, Flachs. Gut, dann baue ich hier nochmal einen Bürger, um hier mal einen Flughafen aufzubauen. Ganz genau, damit wir mal den Richthofen hier kriegen. Den Manfred vom Richthofen in seinem roten Baron. Yeah, Leute. Alles klar, dann kann ich mit denen ja noch ein paar Türmchen aufbauen, ne? Kann ich hier oben, ganz genau, da kann ich noch ein Türmchen aufbauen. Hier noch ein Türmchen aufbauen. So. Mit dem kann ich mal einen Flughafen aufbauen. So sehen die Dinger aus, Leute. Und da kommen halt gleich die Flugzeuge raus. Ne? Ganz genau, dann haben wir hier nämlich 6 Flachs. Schaut euch die an, das sind echt so Kanonen hier. Richtig geil. Und jo, da versucht das wieder mit dem Bomber. Weg damit. Der hat keine Chance mehr hier. 20 Transporter müssen den Hafen sicher erreichen. Den Hafen hier, ne? Deutscher Hafen, ja. Gut, Leute, dann. Es ist eine große ja. Diese Vorräte sind wichtig für das deutsche Volk und den Krieg. Ich werde alles Menschenmögliche tun, damit sie durchkommen. Oh, wir haben gratis Flugzeuge bekommen. Schaut euch die mal an. Fokker, Leute. Wir haben Fokker-Flugzeuge. Schaut euch die an. Das sind Jäger und Bomber. Das heißt, die können ja, auf Bodenziele und auf Luftziele schießen. Der Rote Baron muss überleben. Genau, Leute. Dann würde ich sagen, setzen wir mal hier den Sammelpunkt einfach mal hier vorne hin. So, Leute. Fliegt mal dahin. Dann fliegen die jetzt nämlich dahin. Schaut mal hier, Leute. Hier ist der Manfred von Richthofen. Schaut mal. Was für ein Sportsmann, ja. Mit Himmelwärts. Mit dem können wir ein bisschen die Karte erkunden, tatsächlich. Das ist mal ganz geil, eigentlich. Weil die Geschwindigkeit 24, das ist schon ordentlich. Und schaut euch mal die Reichweite an hier. Gut, dann können wir mit denen... Moment, wo ist der Rote Baron? Der fliegt da im Kreis dann, ne? Ganz genau, Leute. Die lasse ich mal hier stehen... Ja, oder wobei, brauchen wir Türme? Ich weiß es nicht. Brauchen wir Türme? Schickt die einfach zum Stein, Leute, los. Und die beiden, die können auch nochmal hier zum Stein gehen. Aha, da kommt wieder ein Bomber gleich. Da sind 2 Bomber. Los, Richthofen, zeig mal, was du kannst hier. Oh nein, der hat... Okay. Ja, das ist halt der Nachteil bei den Flugzeugen. Die können die Flugzeit... Die ist entscheidend, weil irgendwann ist der Sprit leer. Ja, so sieht's aus, Leute. Und bei denen mache ich mal die Flugzeit ein bisschen hoch. So, Leute. Oh nein. Okay, das ist nicht... Oh, das ist doch schlimm. Okay, dann nehmen wir einen Bürger raus. Für eventuelle Reparaturen hier an den Türmchen. Ja. Oh. Da ist die dänische Grenze. Sehr interessant. Gut, Richthofen, du bist wieder da. Hi. Was für ein Sportsmann, ja. Ganz genau. Und ja, dann fliegen die Fokker mal da rum. Du kannst mal zeigen, was du kannst hier, Richthofen. Mach den kaputt. Boah, schaut euch das an, wie viel er abzieht. Oh, der kommt noch nicht mal durch. Sehr schön. Schön den Bomber abgeknallt hier. Ist noch ein Bomber. Okay. Britische... Was? Britische Flieger. Okay. Hier kommt keiner rein hier. Nee, 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 nee. Ach, verdammt. 2 Bomben hat er abgeschmissen. Ja, war das eine gute Idee, dass ich den Flughafen hier hinten hingebaut habe? Ich weiß es nicht. Flughafen kann ich hier... Ah! Moment mal. Wir können den Flughafen auch hier vorne hinbauen. Ja, dann mach das. Dann, würde ich sagen, wenn die gleich alle rauskommen. Och Leute, wie viele Bomber, ey. Wirklich? Schieß ihn kaputt. Der kann aber auch schießen, ne? Das ist... Der kann auch schießen, ne? Boah, wie viele Bomber. Leute. Verdammt nochmal, okay. So, mach die kaputt. Los. Mach die kaputt. Ach, verdammt. Egal, Leute, wir brauchen noch mehr Flachs.
alles klar, dann bau das mal auf. Gut, dann reiß das Ding ab. Los. Dann kommen sie jetzt nämlich hier hinten rein. Ganz genau. Und ihr fliegt einfach hier hin. So. Bisschen Flugzeit gespart. Und ja. Besser einfach mit Lufteinheiten das zu verteidigen, ne? So, bei den Flugzeugen gibt es nämlich eine Sache. Und zwar, wenn der Sprit leer ist und es keinen Flughafen gibt, ja, fallen sie auf den Boden und gehen kaputt. Bam, 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 bam. Genau, Leute, so sieht's aus. Und deswegen müssen wir immer mindestens einen Flughafen haben. Alles klar, Richthofen. Du fliegst mal bitte hier oben hin. Himmelwärts. So sieht's aus, Leute. Was für ein Sportsmann. Ja. Die Briten sind aber keine Sportsmänner, wenn die mit Bombern angeschissen kommen. Das ist so gemein. Wirklich. Aber gut. Egal. Oh, was ist das denn? British Navy. Ja gut, okay. Ein Schiff, Leute. Das ist ein Schiff. Kriegsschiff Dreadnought. Hm, okay. Gut, hier kommen die Ladungen. Ach du Heilige, da versucht das wieder. Ja, dann macht den britischen Flieger kaputt. Komm, schaffst du noch. Schaffst du noch, jawohl. Sehr gut. Ja, komm, du kriegst den nicht. Vergiss es, britischer. Was? Sopwith Dreidecker. Ah, nicht kein Doppeldecker, sondern ein Trippeldecker. Auch nicht schlecht. So. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal eine Flak auf. Und der Bürger, die Bürgerin, die kann, ja, lass die Holzhacken kommen. So, wegmachen. Wegmachen. Sehr gut. Alles klar, Leute. Der kann weiter Flaks aufbauen. Und ja, dann würde ich sagen, kann ich nach dieser Flak mal die Werft aufbauen. Ganz genau, Leute. Wir müssen ja eine Werft aufbauen. Ah, keine Chance hier. Schaut euch das an. Luftkampf. So. Richthofen ist auch wieder da. Cool, hi. Was für ein Sportsmann. Himmelwärts. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bauen wir mal ein Dock. Alles klar, weil dann geht es nämlich richtig ab. Wenn wir jetzt, glaube ich, ein Dock bauen, ich würde sagen, ich speichere das Ding erstmal. Unter Deutsche. Und, ja. Was für ein Sportsmann. Gut. Leute, aber Ressourcen haben wir genug. Ich weiß nicht, warum wir mit Dänemark handeln sollten. Bringt doch nichts. So, Leute, alles klar. Was für ein Sportsmann. So. Die entsprechenden Marineanlagen sind fertig. Transporte mit Kriegsmaterial können kommen. Die können tatsächlich kommen, ja. Südliche Nachschubroute. Aber allerdings, Leute, ich glaube, wir können hier auch U-Boote bauen, ne? Marinewerft. Was haben wir hier? Genau, hier haben wir die Schiffe, Leute. Schaut euch die an. Wir haben Kriegsschiff Dreadnought, wir haben eine Fregatte Good Hope und wir haben einen Kreuzer Dardo. Ich würde sagen, ich baue einfach alles gemischt hier. Marinewerft, das ist, glaube ich, für U-Boote, oder? Da versucht das wieder mit einem, was ist das? Ein Sopwith-Jäger. Ja, wir haben U-Boote. Leute, sehr cool. U-Boote sind richtig geil hier. Aha, ein neuer Nachschubtransporter kam über die Südroute herein. Okay, kommt der durch? Ich weiß nicht, ob der durchkommt, Leute. Richthofen, komm mal her. Kommt der durch? Nee, da ist... Ach du Scheiße. Okay, nee, das schafft er leider nicht. Okay. Oh Gott. Richthofen, komm nach Hause. Richthofen, komm nach Hause. Das sind aber ganz schön viele da. So. Ja, mach den halt kaputt. Los. Zack, direkt weg. Und den noch wegmachen, ne? Ganz genau. Luftkampf. So. Richthofen gegen einen britischen Flieger. Oh mein Gott. Richthofen hat keinen Sprit mehr. Okay. Alles klar, wir müssen also dieses Schiff da hinten platt machen, ja? Okay. Leute, gut. Würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal.
Wir sehen Atomzeitalter, Erster Weltkrieg, Leute. Atomzeit, ja. Ja, das ist, der steht im Weg. Das ist so. So, Fokker gegen Trippeldecker. Wer gewinnt? Weiß ich nicht. Okay. Kam über die Südroute herein. Okay. Leute. Oh. Die Briten, die sind doch gemein. 2 gegen 1. Da muss der Richthofen aushelfen. Komm. Ganz genau. So, Richthofen. Mach den kaputt. So, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt mal die Einheiten hier. Schaut euch mal an, wir haben U-Boote. Die können nicht von Schiffen getroffen werden. Das ist geil. Och du Heilige. Das sind schon Schiffe. Ja gut, aber wir haben U-Boote. Das heißt, die müssten eigentlich, ja. Die müssten eigentlich keine Probleme mit denen haben. Gut, Leute. Weitere U-Boote. Oh, was? Ich habe keine... Ah, kein Holz. Okay, ich habe kein Holz mehr. Was? Ach, mieser Bomber. Aber gut, Leute. Mach die Schiffe kaputt. Los. Ihr sollt die Schiffe kaputt machen. U-Boote. Haha, wir haben U-Boote, Leute. Schaut euch die an, die Torpedos hier. Alter Schwede. British Navy. Die halten einiges aus, muss ich sagen. So. Dann können die ja hier unten jetzt mal kommen. So, das sind nur Jäger. Das ist ein Flaggschiff, Leute. Schaut euch das an. Das ist ein Flaggschiff. Der kann auf Flugzeuge schießen. Wie geil ist das? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Na gut, aber der ist durchgekommen. Das ist schon mal gut. So. Der schießt die schön ab hier. Die U-Boote, die leben noch. Alles klar. Nachschubtransporter kommt rein. Wir werden angegriffen. Und die Flaks, die ballern die Flugzeuge. Sehr schön. Ein Nachschubtransporter hat den Hafen erreicht. So, du machst das Flugzeug weg. Nein, mein Flaggschiff. Oh mein Gott. Okay. Gut. Ich brauche mehr Holz, Leute. Mehr Holz. So, wo sind die? Hier hinten. Kommt. Mehr Bürger, bitte. Fürs Holz. Was ist das denn? Bohrhammer-Vorrichtungen. Steingewinnung. Kenne ich gar nicht den. Okay. Ach, verdammt. Die Flugzeuge können da auch drauf ballern, ne? Was? Seit wann können Schiffe auf U-Boote schießen? Was soll das denn? Ach, verdammt, Leute. Wirklich? Ernsthaft? Die können auf U-Boote schießen? Was soll das denn? Ja gut, okay. Dann... Oh, Nordroute. Hier oben die Nordroute, Leute. Okay. Alles klar. Richthofen. Ah, du hast keinen Sprit mehr. Okay, Leute. Ah, die fahren hier oben hin. Die fahren wahrscheinlich hier in diesen Hafen rein, ne? Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, baue ich einfach nochmal 2 Flaggschiffe am besten. Dardos. Und hier nochmal ein paar Fregatten. So. Och du! Okay, wir brauchen doch Türme, ja? Wir brauchen doch Türme. Okay, Leute. Der Penner hat natürlich nachgebaut, ne? Ist klar. Richthofen, komm mal her. Helf dem Kack mal. Los. Oh Mann. Britische Flieger, ey. Ihr seid so nervig. So, draufschießen da, los. Draufschießen da. Das Schiff geht mir auf den Sack. Wirklich. Richthofen, mach es kaputt. Du hast noch ein bisschen Sprit, ne? Ja, die können dir nix. Gut, Leute. Schafft er das noch? 92, 42. Einmal schießen. Ah. Einmal schießen noch, Leute. Gut, egal, wir müssen einfach hier weitere Schiffe bauen. Ganz genau, Leute. Wir brauchen einfach nur Schiffe. Das sind wir Fischerboot Imperialzeitalter. Hm? Okay, Leute. Weißt du was? Ja, das ist aber zu weit weg, ne? Um da Bomber reinzuschicken. Ich lasse das einfach mit Jägern hier.
Jägerbomber. So, mach diesen Bomber da weg, wollte ich gerade sagen. So, da kommt ein Bomber. Direkt abknallen, los. Sehr gut. Direkt abknallen, die Kacke. So, Leute. Wir kommen mehr angeschissen hier. Aber das ist in Ordnung. So, du schießt jetzt mal bitte auf dieses Schiff hier kaputt. Das nervt. Das nervt. So. Scheißegal, schieß einmal drauf, genau. Und jetzt auf den Bomber. Sehr gut. Dieser blöde Bomber da, los. So, Leute, Nordroute. Alles klar, wir brauchen einfach Schiffe, ne? Kann ich Ihnen helfen? Wasser wird erleuchtet? Was ist das denn? Eisen und Stein. Leuchtturm. Ja, mach das mal. Nehme ich. Das ist ein Wunder, Leute. Das ist ein Weltwunder. jo. Aber wovon werden die denn jetzt hier immer abgeknallt? Hier hinten irgendwas, ne? Nachschubtransporter. Gut, Leute, wir haben noch 3 Minuten. So, weg damit. Weg mit diesen britischen Fliegern hier. Wir haben nämlich auch einen Triple Decker. Ja, das sind Triple Decker gegen Triple Decker. Ah, 3 Decker. Hm, genau. Ja, schafft ihr, los. Ich glaube, ich baue mal noch ein paar von den Dingern. Die sind nicht schlecht, Leute, hier diese Albatrossjäger. Hm, alles klar. Gut, dann nehme ich die Albatrosse. So. Ach, Albatross, das war doch das Flugzeug von dem Richthofen. Ganz genau. So, wo werden die immer abgeknallt? Ach, von dem Ding. Ach, du Scheiße. Okay. Oh. Ja, da muss Richthofen es richten. Komm. Richthofen, du musst es richten. So, kaputt machen. Platt machen, los. So. Sehr, sehr gut, Leute. Das heißt, wir haben hier wieder Kapazität. Bau hier einfach nochmal ein paar Schiffe. Nochmal ein paar U-Boote. So. Wir bauen uns einfach hier schön auf. Schaut euch das an. Ah nee, das war gar nicht diese Mission, wo ich dachte, ne? Die Mission, wo ich dachte, die war... Das war auch eine Marine-Mission, aber das war... Das hatte einen anderen Stil. Die Nordroute. Die müssen wir auch noch säubern, ne? Die Nordroute. Ah, schaut mal hier, da kommen jetzt die Schiffe rein. Sehr gut. Hat den Hafen erreicht? Wie viele haben wir denn schon? Keine Ahnung. Ja gut, auf jeden Fall. Spiel speichern. Deutsche. So. Also bis jetzt... Bis jetzt geht diese Mission noch. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also bis jetzt... Jo. Geht das noch? So, da ist ein Bomber. Alles klar. Hier kommt wieder ein Schiffchen durch. Sehr, sehr gut. Das Ziel? Was für ein Sportsmann. So, Richthofen, flieg mal hier hoch. Wenn du das schaffst. Komm, Richthofen. Komm schon. Oh, wir haben gleich Bevölkerungslimit. Mach mal hier die Nordroute sauber, wenn du kannst. Aber ich glaube, das wird er nicht schaffen mit seinem Sprit. Was haben wir denn hier, Leute? Was haben wir denn hier? Da! British Navy. Ja, das schafft er nicht. Ne, er ist schon leer, okay. Egal. Leute, die Südroute haben wir befreit. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch... Ja, das warten wir noch. Ne, wir haben schon ein Bevölkerungslimit. Okay, alles klar, Leute. Jo. Dann würde ich sagen, nehme ich mir die gleich mal. Team 1. Und fahr schon mal ein bisschen hier hoch. Alles klar, Leute. Schaut euch das an, die Marine, ey. So krass. Und ja, Leute, bevor wir da ankommen, würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann machen wir beim nächsten Mal da weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.